Tagsüber Erzieher, abends Fußballtrainer. Seit 3 Jahren coacht Spiro Vouvakis ehrenamtlich die D-Jugendmannschaft des SC Sternschanze. Probleme bei den Hausaufgaben oder andere Alltagssorgen lässt er dann in der Umkleide. Hier steht der Fußball im Fokus. Seine Spieler kommen aus Deutschland, der Türkei oder Portugal. Die verschiedenen Nationalitäten hat der 28-Jährige durch pädagogische Tricks bestens im Griff. Wenn wir gegen andere spielen, ist die andere Trainer, die am Platz rauchen oder so, oder ihr Kinder anschreien oder immer negativ reden. Ich sehe es echt wöchentlich. Ne? Und ich habe es gelernt, in meiner Pädagogik ist das, dass man das Kind erstmal positiv stärkt und dann das Negative nicht negativ verpackt, sondern sagen, beim nächsten Mal vielleicht so. Und die nicht irgendwie beleidigt oder anschreit oder sonst was. Beleidigungen haben für Spiro auf dem Platz nichts zu suchen. Fair Play und vor allem Spaß sind seine Priorität. Bei seinem Trainingsstil orientiert sich der Grieche am Meistertrainer der Stunde. Aufgrund meines Alters, dass ich etwas jünger bin, wenn ich Kloppo sagen darf, also schon so der Kumpeltyp so, bis auf eine gewisse Art und Weise, sonst nicht ausnutzen. Aber wenn die Kinder mal, wenn es Montag ist, nach dem Wochenende, die sehr aufgedreht sind, wenn wir richtig vollzählig sind, 15, 16 Mann, und die mir nicht zuhören, dann kann ich auch schon mal dazwischen hauen und dann kann ich auch schon zu Felix werden, ja. Kumpelhaft wie Jürgen Klopp kombiniert mit hartem Training nach Felix Magath-Manier. Die richtige Mischung ist entscheidend. Bei seinen Fußballern kommt dieser Stil sehr gut an. Er ist eher lockerer als andere Trainer und macht eher so mehr Spiel als andere, damit wir auch mehr Spaß haben. Erfolg kommt durch Spaß. Die Taktik des gelernten Erziehers ist vielversprechend. In dieser Saison holte die D-Jugendelf des SC Sternschanze die Meisterschaft. Das gibt Selbstbewusstsein, denn jetzt geht es gegen namhafte Gegner wie den HSV oder St. Pauli. Er ist so jemand, der jetzt vielleicht nicht so der ist, der jetzt am meisten spielt und so. Und damit will er auch uns, also er zeigt uns auch, dass wenn man jetzt mal nicht spielt, dass man immer trotzdem hinter der Mannschaft steht und jetzt keinem wünscht, dass der jetzt krank wird, damit man spielen kann. Alles cool einfach nur bei ihm. Für den Fußballnachwuchs aus der Schanze ist Biro ein Vorbild. Wenn er mit Blau-Weiß-Ellers selbst auf dem Platz steht, kann es auch mal härter zugehen. Trotzdem bleibt der Job Fußballtrainer für ihn erstmal nur Hobby, bei dem ihm ein paar graue Haare mehr wachsen. Ich spiele selber Fußball, das ist mein Ausgleich, aber hier ist es quasi der Job, der weitergeht, halt nur ohne Bezahlung. Spiro Vouvakis ist der kickende Erzieher aus der Schanze. Durch seine pädagogischen Kniffe hat er anderen Fußballlehrern etwas voraus. Für den 28-Jährigen bleibt der SC Sternschanze mit Sicherheit nicht die letzte Trainerstation.